Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Rebecca vom Sportverein Eidelstedt und heute wollen wir gemeinsam eine bisschen schwierigere Aufgabe lösen. Es geht darum, den Kopf so ein bisschen anzustrengen und jeweils 5 Wörter zu finden, die auf diese Endungen enden. Ja? Also 5 Wörter, die auf den enden, 5 Wörter auf ger, 5 Wörter auf rennt und 5 Wörter, die auf hen enden. Ihr braucht einen Stift, ihr braucht einen Zettel, dann braucht ihr, wenn ihr euch selbst so ein bisschen Ansporn geben wollt, eine Stoppuhr, dann könnt ihr nämlich gleich einmal testen, wie lange ihr dafür braucht, um jeweils 5 Wörter dazu zu finden. Ich habe ein bisschen gebraucht, aber wir brauchen ja alle noch so ein bisschen Zeit, auch um besser zu werden. Okay, schnappt euch Zettel und Stift und dann geht's los. Wir sehen gleich wieder, welche Lösung ihr gefunden habt und was wir ausgearbeitet haben. Bis gleich. So, dann schauen wir mal, was ihr für Wörter gefunden habt und was ich gefunden habe. Es ging darum, Anfänge zu finden, jeweils 5 Wörter zu diesen Endungen. Ich habe natürlich ein bisschen vorgearbeitet. Okay, mit der Endung denn habe ich gefunden. Finden, binden, melden, schneiden und winden. Die Endung ger, Flieger, Krieger, Sieger, Ableger und Ärger. Vielleicht haben wir ein paar sogar doppelt. Fahren, garen, ausharren, müssen wir alle gerade zu Hause so ein bisschen, ne? Fotografieren und zensieren. Und ganz zum Schluss noch die Wörter auf der Endung hen. Suchen, fluchen, buchen, sehen und gehen. Ich bin der Meinung, ihr habt noch viel mehr gefunden. Mit Sicherheit auch jeder was anderes. Wir hier im Büro haben auch das mit verschiedenen Leuten gemacht. Und tatsächlich hatte jeder irgendwo andere Ideen und war total interessant zu sehen. Also, ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bleibt fit, macht's gut!